Im Streit um die Zukunft von Autos mit Verbrennungsmotor haben die EU-Kommission und die deutsche Bundesregierung eine Einigung erzielt. Das teilten EU-Kommissionsvize Frans Timmermans und Verkehrsminister Volker Wissing mit. Timmermans schrieb auf Twitter, die Vereinbarung umfasse die künftige Verwendung von E-Fuels in Autos. Wissing erklärte, dass Optionen einer klimaneutralen und bezahlbaren Mobilität erhalten blieben. Laut Wissing sei auch schon ein konkreter Zeitplan verbindlich fixiert worden. Bis Herbst 2024 solle der Prozess abgeschlossen sein, hieß es. Das EU-Parlament sowie alle Mitgliedstaaten der EU hatten sich im Oktober darauf geeinigt, ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen in der Union zuzulassen. Deutschland drängte jedoch darauf, auch Neuwagen mit Verbrennungsmotoren zuzulassen, die sogenannten E-Fuels tanken.